Aus der Themenreihe Willkommen in der Ideenbotschaft stellen wir regelmäßig die neuen Grey-Auszubildenden 2011 vor. Heute im Interview Marie! Hallo Marie! Hallo! Beschreib dich doch mal mit drei Schlagwörtern. Ich bin ein sehr spontaner Mensch, sehr offen und liebe schnelle Autos und mein Lipgloss. Warum bist du Kauffrau für Marketingkommunikation? Ich bin schon seit meiner frühesten Kindheit an Marken, Menschen und Medien interessiert und mag das weite Spektrum einfach der Agenturarbeit. Ja. Okay. Hast du denn bereits Erfahrungen im Marketingbereich sammeln können oder ein bisschen Agenturluft geschnuppert? Also im Marketingbereich nicht direkt, aber ich habe vor der Ausbildung hier Kommunikationsdesign studiert und konnte da schon mal so ein bisschen kleine Agenturerfahrung sammeln. Ja, sehr schön. Wie waren denn die ersten Tage bei Grey? Gibt es irgendwie beim Start ins Berufsleben so eine Art Arbeitskulturschock? Die waren in erster Linie sehr aufregend, sehr vielseitig und auf jeden Fall sehr früh. Also ich habe vorher studiert und das ist schon ein kleiner Kulturschock gewesen für mich. Also ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen? Genau. Okay. Welche Erwartungen hast du denn jetzt an deine Ausbildungszeit bei Grey und die kommende Zeit sowieso in der Agentur? Dass sich eben die ersten Eindrücke bestätigen, also dass ich noch viele, viele weitere Eindrücke sammeln werde und dass ich in noch andere Bereiche von der Agentur reinschnuppern kann. Gibt es da schon Bereiche oder eine Abteilung hier, die dich besonders reizt, die du besonders interessant findest? Ja, also ich glaube, jedes Mädchen, was die Ausbildung hier bei Grey anfängt, das möchte auf jeden Fall mal ins Art Buying und die Kreation würde mich auch nochmal interessieren und reizen. Ja, super. Dann ganz lieben Dank für dein Interview und noch eine schöne Ausbildungszeit. Dankeschön.